Hallo meine hübschen Haseleins, ja, ich habe gerade schon mal angefangen. Ich hoffe, ihr seht's. Ich habe eine neue Kamera und zwar ist es die Canon EOS 600D. Meine alte Webcam ist mir kaputt gegangen und zusätzlich auch mein Laptop. Bedeutet, ich konnte keine Videos mehr bearbeiten und natürlich auch nicht drehen, weil mit was soll ich sie drehen? Mit dem Fernglas ist schwierig. Und ja, deshalb kamen keine Videos, weil wie gesagt, alles mit einmal kaputt ging. Es ist immer so, wenn die Waschmaschine kaputt geht, geht auch gleich der Geschirrspüler kaputt und dann schließt sich der Arsch. Also es ist wirklich immer alles mit einmal. Und ich habe das Video gerade schon mal gedreht und habe die ganze Zeit ins Display geguckt. Es ist so ungewohnt. Ich hoffe, ich gucke euch jetzt an. Dann ist es auch noch mit dem Fokus so, dass Diana gesagt hat, man darf sich nicht allzu viel bewegen, weil ansonsten ist es mit dem Fokus scheiße. Und ich bin aber nun mal so, dass ich mich viel bewege vor der Kamera. Ich hoffe, dass ich jetzt scharf bin. Wenn ich nicht scharf sein sollte, also ich meine, ich bin immer scharf, hallo. Aber falls ich jetzt nicht scharf sein sollte, seid mir nicht böse. Oder wenn jetzt die Farben scheiße sind oder ich gelb oder orange oder grün oder was weiß ich, seid nicht böse. Ich muss mich da erstmal reinfuchsen. Also das dazu, warum keine Videos kamen. Der Hauptgrund, wie gesagt, alles war kaputt. Jetzt richte ich mich gerade so ein. Ich habe jetzt eine Kamera und ein Stativ. Und die Kamera steht gerade auf dem Stativ und ich glaube, ich bin die einzige YouTuberin, die echt Angst hat, dass die Kamera von dem Stativ fliegt. Echt, ich krieg Schwämmchen, wenn ich das hier so stehen sehe. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen ins Display gucke, ist das nicht, weil ich mich so wahnsinnig geil finde, also auch, war ein Scherz, aber weil ich muss mich erstmal koordinieren. Ich hoffe, ich gucke euch jetzt an und nicht hier die Wolken. Warum ich das Video mache, ist einfach der Grund, dass ich weiß, dass viele Zuschauer fragen werden, Franzi, was ist denn mit deinen Haaren? Was ist denn das? Da werde ich immer liebevoll auf dieses Video zurück verlinken jetzt in Zukunft, falls mich jemand fragt oder falls konstruktive Kritik, wie ihr es gerne nennen, kommt, das sieht scheiße aus, dann sage ich hier das Video. Und zwar ist es kein Farbunfall in dem Sinne, sondern es sind, ich habe jetzt einfach, war jetzt fast ein Jahr, also im Mai wird es ein Jahr, war ich nicht mehr beim Friseur. Weder schneiden noch Haare färben. Und das Ziel ist eigentlich, dass ich Ombre Hair bekomme. Also ein ganz natürliches, schönes Ombre Hair. Und ich finde eigentlich, meine Naturhaarfarbe, die wird im Sommer wesentlich heller. Die ist wirklich ziemlich hell. Die kommt in der Kamera auch ein bisschen dunkler, als sie eigentlich ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht, halt dieser Verlauf, den, also jetzt ist es kein Verlauf, weil jetzt ist es einfach nur ein Ansatz, sind wir mal ehrlich. Und aber ich meine jetzt so von der Farbkombination her, ne? Die Farbe in so ein Blond dann, vielleicht sogar das Blond noch ein bisschen heller. Also das ist eigentlich der Plan. Und warum ich euch das erzähle, ist wie gesagt, erstens, weil ich weiß, dass blöde Kommentare kommen und ich dann sagen kann, ey, Freunde der Taubenzucht, guckt euch erstmal das Video an, dann könnt ihr rumkacken. Und der zweite Punkt ist deshalb, weil ich auf Instagram Fotos von meinem Ansatz gepostet habe und da sind die Haare glatt, also da seht ihr den Ansatz wirklich extrem. Also glatt kann ich sie so beim Rausgehen nicht mehr tragen, funktioniert nicht, sieht wirklich echt schlimm aus. Und ja, deshalb habe ich das jetzt eben so mir gedacht, dass ich darüber mal so ein bisschen was erzähle. Nicht viel, einfach nur so meine Erfahrungen. Und auf Instagram kamen dann halt so ganz viele Ansatzmäuse aus ihren Löchern und haben gesagt, ja Franzi, ich mache das auch gerade, ich versuche auch gerade meinen Ansatz rauswachsen zu lassen. Und du machst mir gerade voll Mut damit, dass du das so durchziehst und ja, ich ziehe das, also ich versuche es durchzuziehen, wenn ich natürlich jetzt an einen Punkt komme, wo ich sage, es geht überhaupt nicht mehr und es ist teilweise schon manchmal echt krass, dann muss ich sie färben, nützt nichts. Ja, wie gesagt, deshalb wollte ich das kurz was drüber erzählen, dass ihr einfach wisst, warum ich nicht da war und damit ihr Bescheid wisst, was das hier darstellen soll. Dann wollte ich euch fragen, ob ihr vielleicht Lust habt auf Ansatzvideos noch mehr und zwar wie man den Ansatz verstecken kann, weil ich habe so schon so drei, vier Frisuren, wo man den Ansatz nicht so extrem sieht. Ich finde sowieso, wenn ich Wellen habe, sieht es nicht ganz so schlimm aus. Also glatt geht gar nicht, sieht wirklich extrem schlimm aus, kann ich nicht machen. Sieht das geht nicht, geht gar nicht, sieht wirklich schlimm aus. Und deshalb habe ich mir jetzt gedacht, mache ich vielleicht ein paar Leuten von euch Mut, die das vielleicht machen wollten und aber gedacht haben, scheiße, nee, traue ich mich nicht. Also es ist wirklich nichts für Leute, die immer perfekt aussehen wollen, weil das funktioniert nicht. Ich meine, wenn ich mir meine Haare zusammen mache, das zeige ich euch auch mal noch in dem Video, da geht's wirklich, da sieht es sogar schon so ein bisschen wie ein Ombre-Verlauf aus, aber ansonsten sieht es halt nicht wirklich schön aus. Aber ich merke,
wenn ich meine oberen Haare anfasse, wie gesund die sind. Also das ist so krass. Man merkt erstmal, wie die eigene Haarstruktur wieder ist, weil durch das Bleichen, weil blond ist ja nicht gefärbt, sondern einfach nur bleichen, merkt man schon, wie das die Haare angreift. Einfach auch so von der Struktur her. Und das ist halt, was ich jetzt, was mich so anspornt, das durchzuziehen, weil ich wirklich merke, dass die Haare echt total geil sind eigentlich von der Struktur her. Also meine Haare sind nicht struppig, nicht kein bisschen Krause ist da drin, sondern die sind einfach nur schön weich und gesund und ja, dahin möchte ich eigentlich wieder. Ganz viele haben gesagt, na lass dir doch deine Naturfarbe bis hierher färben und lass dann das Blond, wie es ist quasi. Geht nicht, also es gibt Leute, die sagen, es funktioniert, aber ich war bestimmt schon bei 3 oder 4 Friseuren und die sollten mir die Haare so färben wie meine Naturfarbe. Und entweder es hat einen Rotstich und Rotstich ist bei mir ganz, ganz schlimm, weil ich wirklich ein kalter Typ bin. Ich habe auch so ein Schweinegesicht, also ich habe ja ziemlich rosa eine Haut, deshalb trage ich ja auch keinen Rouge, wisst ihr ja alles. Und wenn da noch Rotstich in meinen Haaren ist, sieht furchtbar aus, ganz schlimm. Oder es hat einen Grünstich. Und mir haben jetzt schon viele Friseure auf Instagram geschrieben, dass, wenn man so eine Haarfarbe färben möchte, immer ein Rotpigment mit drin sein muss. Einfach, dass es nicht grünstichig wird. Oder halt im Gegenteil, dann, es muss Grünstich, damit kein Rotstich. Und ich möchte aber nichts von beiden. Ich möchte einfach nur meine Naturhaarfarbe. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Tipps, was man da machen kann. Ansonsten, ich ziehe das echt durch. Ich beiße in den sauren Apfel und lasse die jetzt mal so rauswachsen. Ihr könnt mir ja mal erzählen, ob ihr das schon mal durchgemacht habt oder ob ihr gerade dabei seid. Würde mich echt total interessieren. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt und vielleicht schreibt, ey Franz, ich bin auch gerade dabei, schau mal bei mir vorbei und sowas, weil letztens hat mir eine geschrieben, dass sie ihr Ombre dadurch bekommen hat, dass sie ihre Haare, also ihre Naturhaarfarbe hat rauswachsen lassen und das sah so geil aus und die war auch blond. Und bei blonden Haaren finde ich wirklich das Ombre ganz schwierig, da einen Ton zu finden, der natürlich aussieht und nicht total wie hingekackt und hingeschissen. Also da bin ich wirklich mal gespannt, ob das bei mir funktioniert. Also meine Freundin sagt, die Bianca, grüß dich, meine Maus, sagt, ich müsste theoretisch nur noch ein Jahr warten, also nochmal so viel rauswachsen lassen und dann wäre es eigentlich schon so gut wie Ombre. Dann will ich mir noch so ein paar Strähnen reinziehen, so ein paar blonde, dass das nicht so diese Kante ist, wisst ihr, wie ich meine. Aber ich werde einfach mal gucken, wie das wird. Ich nehme euch auf jeden Fall mit, ihr seht das. Und falls ich doch zu einem Friseur gehen sollte, dann werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen, weil ich habe jetzt eine Kamera, die ich überall mit hinnehmen kann. Also ich muss natürlich vorher fragen, aber einfach, dass ihr Bescheid wisst, falls ich es doch nicht durchhalten sollte. Aber eigentlich will ich durchhalten und ihr spornt mich auch immer an auf Instagram. Franzi, du bist jetzt schon so weit, wäre doch jetzt blöd, die zu färben. Und ihr habt natürlich auch recht, wäre jetzt echt blöd, das zu machen. Ja, das war es eigentlich schon. Das wollte ich euch nur sagen. Ich bin wieder da. Ich habe einen Elefantenansatz. Mir geht's gut. Ich habe eine neue Kamera. Wie gesagt, wenn euch irgendwas an der Einstellung nicht gefällt oder so, oder ihr sagt, das Licht ist scheiße oder was auch immer, ich kriege auch noch eine Softbox. Die ist aber noch nicht da. Also Amazon ist auch nicht mehr das, was es mal war. Naja, jedenfalls kriege ich noch eine Softbox. Und da ist das Licht, dann denke ich mal auch viel besser. Ich drehe jetzt mit ganz normalem Tageslicht. Und die Sonne ist jetzt auch gerade nicht da. Naja, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, wenn euch irgendwas nicht gefällt, schreibt mir das unten in die Kommentare. Dann, wie gesagt, ich bin total gespannt auf eure Ombre-Geschichten. Auch wenn ihr euch natürlich Ombre gefärbt habt und sagt, ihr seid total zufrieden, die haben eure Naturfarbe wirklich gut getroffen, dann schreibt mir das mal. Und vor allen Dingen, wenn ihr aus der Umgebung Chemnitz, Dresden, Leipzig kommt. Also für meine Haare würde ich sogar mich mit dem Hubschrauber zum Friseur einfliegen lassen, weil ich will was anderes irgendwie. Aber ich will auch was Natürliches. Versteht ihr, wie ich das meine? Also ich will ein schönes Ombre und nicht so ein, keine Ahnung, ich möchte einfach ein schönes Ombre haben. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich gucke schon wieder ins Display. Es tut mir echt leid, aber das wird alles besser. Ich verspreche euch das. Ich muss mich da halt erst dran gewöhnen. Okay, also das war's. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Also ich denke mal, ich müsste die Woche eigentlich noch gut schaffen, ein Video zu drehen. Ich habe euch auf Instagram übrigens gefragt, was ihr euch für Videos wünscht und die gehe ich jetzt so nach und nach. Werde ich die jetzt so abhaken. Genau. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, euch hat das kleine Video zu meinen Haaren gefallen. Das war einfach nur mal so ein kleiner Zwischenstand, was bei mir so gerade abgeht. Und haartechnisch, also ich habe mich wirklich geschämt, vor die Kamera zu setzen. Das war auch ein Grund, warum ich kein Video gemacht habe. Es war für mich jetzt auch echt eine Überwindung, weil ich Angst habe, dass ihr einfach sagt, oh Gott, Franzi, wie siehst denn du aus? Aber naja, ich denke mal, das kriegt man hin. Und ja, das war es eigentlich schon. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschöne
Rest-Ostern, falls heute ist Ostermontag, falls ich es schaffe, heute noch hochzuladen, dann hoffentlich klappt das alles und oh, ich bin so aufgeregt. Naja, ich hoffe, die Kamera fliegt nicht vom Stativ, ich habe Angst. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssilein und Knüppchenlein.